Macht es Sinn, dass dein WLAN unter der Woche um 3 Uhr morgens läuft? Ich zeige dir heute, wie du deine Internetbox so kannst programmieren kannst, dass das WLAN nicht läuft, wenn du es nicht brauchst, jedoch zur Verfügung steht, wenn du es verwenden willst. Alles, was du für das musst haben, ist ein Gerät, das mit deinem WLAN verbunden ist und die MySwisscom-App. Log dich auf der MySwisscom-App ein und geh unter «Ihre Produkte». Dort wird dir jetzt unter «Ihr WLAN» dein WLAN mit einem passenden Namen angezeigt. Unter dem Namen des WLAN steht «WLAN-Ruhezeiten festlegen». Dort drückst du jetzt drauf. Du kommst jetzt auf eine neue Seite und nachher kannst du entscheiden, ob du die WLAN-Ruhezeit für jeden Tag gleich oder individuell willst. Wir in unserem Fall machen es jetzt für jeden Tag individuell und bestätigen das mit einem Klick auf «Weiter». Oben zeigt sie alle Tage an und unten kannst du nachher am Tag, den du ausgewählt hast, mit einem Klick auf eine Stunde bestimmen, bis wann du das WLAN aktiv möchtest und ab wann es abstellen soll. Wenn du jetzt also die passende Zeitspanne für dein WLAN gefunden hast, kannst du nachher unten auf Speichern drücken und es wird ab sofort übernommen. Super, jetzt weißt du, wie man anhand der Ruhezeiten den Stromverbrauch von deiner Internetbox kann regulieren. Mein Name ist Oliver und bis zum nächsten Mal.